Moin Whisky-Fans, Leon hier von den Malt Mariners und heute battelt sich der Tom & Tool 10 Jahre mit dem Tom & Tool Tla. Moin Whisky-Fans, Leon hier von den Malt Mariners, heute mit einem kleinen Verkostungsvideo und zwar battelt sich jetzt der Tla mit dem 10 Jahre alten Tom & Tool. Ich habe diese Flaschen von der Firma Kirsch bekommen zur Verkostung, vielen Dank dafür, Full Disclosure also, es handelt sich um ein quasi gesponsertes Video, die Flaschen habe ich nicht bezahlt. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich Tom & Tool jetzt mal ein bisschen unter die Lupe nehmen darf, denn Tom & Tool ist bisher ganz schön zu kurz gekommen auf diesem Kanal. Ich glaube, wir hatten tatsächlich bisher nur einmal den Old Balantrin probiert, und zwar mit den Kollegen von Whisky und Vinyl. Liebe Grüße da raus nach Berlin. Und zwar war das so, dass wir da bei St. Kilian zu Besuch waren. Während ich hier schnacke, schenke ich schon mal ein, damit die ein bisschen atmen können. Aber den Plop möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Oh, ein schöner Plop, ein wunderschönes Geräusch. Immer wieder ein Genuss. Und natürlich auch der Sound der Flasche darf nicht fehlen, wenn ich jetzt hier schon alleine bin und euch hier Whisky ASMR, heißt es glaube ich, ne? Diese akustischen Akustikgedöns, dann versuche ich das natürlich auch hier voll auszukosten. Wenn ich hier solo am Sabbeln bin, dürft ihr natürlich auch an den schönen Whisky-Geräuschen voll teilhaben. Genau, was wollte ich eigentlich sagen? Wir haben die rauchige Variante von Tom & Tool probiert. Wir haben noch keinen nicht rauchigen Tom & Tool, glaube ich, im Tasting gehabt. Tom & Tool, eine Speyside-Brennerei in der sehr, sehr südlichen Speyside, also quasi ganz unten am Zipfel der Speyside, liegt in der Region des Ortes Tom & Tool, wenig überraschend. Die Brennerei selbst hat kein Besucherzentrum, man kann sie also nicht besichtigen, zumindest nicht offiziell. Und ja, ist ein Speyside Whisky. Die Standard-Varianten sind nicht getorft. Es gibt mittlerweile auch eine Peaty-Version. Früher hieß der Peaty Tang, jetzt heißt der Tom & Tool Peated. Oder eben, wie gesagt, die Varianten Old Balantrin sind dann die rauchigen Versionen. Und ja, ich werde auf jeden Fall dann noch ein bisschen was in den anderen beiden Videos erzählen, beziehungsweise ich weiß noch nicht, wie viele Videos ich drehen werde. Ich habe auf jeden Fall jetzt zwei Videos vor. Einmal nämlich werde ich den 10er vergleichen mit dem Tla und einmal will ich noch zwei von den Fassfinishes vergleichen. Und ja, im Grunde haben wir jetzt hier zwei Whiskys, die sich ganz gut vergleichen lassen, denn der Tla, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist quasi die No-Age-Variante. Und dann haben wir noch einen 10 Jahre alten Tom & Tool, das ist der Standard der Brennerei und der hat natürlich eine Altersangabe von überraschenderweise 10 Jahren. Beide 40 Volumenprozente, beide gefärbt und beide kühl gefiltert. Und beide, würde ich mal sagen, für den Einsteiger, für den Standardsektor, für den Zipper, für den Feierabend-Dram-Bereich gemacht. The Gentle Dram nennt sich Tom & Tool, also wirbt damit, dass es ein ganz besonderer weicher Whisky ist. Das gucken wir uns jetzt zusammen einmal an. Und ja, natürlich ist es ein bisschen auch für mich ein bisschen witzig oder ein bisschen spannend, mir diese beiden Whiskys jetzt mal anzugucken, unter der Voraussetzung, dass ich ja eigentlich gar kein Fan von Speyside Whiskys bin, zumindest nicht von dieser Art Speyside Whiskys, sprich einem sehr klassischen Speyside-Profil, nämlich weich, 40% und wahrscheinlich auch eher fruchtig, blumig vom Charakter. So ist es, so schätze ich Tom & Tool ein. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was die beiden Whiskys gegeneinander so auf die Waage bringen. Und der Tla ist jetzt quasi ja die No-Age-Variante. Der ist in der Regel so um die 5 Euro günstiger. Der liegt meistens so knapp unter 30 Euro. Ist also damit schon ein ziemlich interessanter Whisky. Denn Single Malt Scotch Whisky ist heutzutage nicht mehr so leicht unter 30 Euro zu bekommen. Es gibt noch ein paar Kandidaten, die da auch ins Gewicht fallen. Zum Beispiel der Tomatin Legacy oder der Dienston Virgin Oak. Beides hervorragende Whiskys. Und ja, der Tom & Tool 10 Jahre, der liegt immer so bei 35 Euro roundabout. Und jetzt gucken wir natürlich, ich möchte natürlich jetzt auch versuchen festzustellen in diesem Video, ob sich jetzt der Aufpreis, der Mehrpreis für den 10 Jahre alten lohnt oder ob man auch zum Klartreifen greifen kann. Und ich schnupper jetzt mal, halte also mein Näschen in den Tom & Tool Tla hinein. Der ist gereift in Bourbonfässern, wenig überraschend, und hat keine Altersangabe. Und mehr wissen wir eben auch erstmal zu diesem Kandidaten nicht. Jetzt gucken wir mal, was er im Näschen erzählt.
Also mir steigt tatsächlich direkt als erste Assoziation Gold in die Nase. Das hatte ich ja mit Paddy oft schon in Videos, dass Whiskys so golden riechen, auch wenn es natürlich gar kein Aroma ist, aber so eine, also cremig, leicht nussig und fruchtig. Also erstmal sehr verhalten, zurückhaltend, aber sehr weich und sehr angenehm. Also in der Nase sticht nichts, kann man sozusagen erstmal als weich und angenehm verbuchen sozusagen. Aber ist auch noch nicht übermäßig viel. Also es ist noch nicht so, dass er sagt, hier, guck mal, hier, ich bin das, ich rieche danach. Also erstmal sehr verhalten, sehr leicht. Jetzt, wenn man ein bisschen mehr zieht, kommt ein leichter Stich hoch, ein leichter alkoholischer Stich. Das merkt man in der Nase schon. Da muss ich jetzt ein bisschen die Nosing-Techniken versuchen zu also anzupassen. Also nicht einfach nur schnuppern, sondern so ein bisschen mal einen Durchzug herstellen oder auch mal dieses, ich nenne das immer Hundeschnüffeln, also wenn man so literally anfängt zu schnüffeln, so, da kriegt man teilweise so Stoß schnüffeln, da kriegt man teilweise auch nochmal andere Aromen aus, finde ich auch mal interessant. Also erstmal sehr verhalten, sehr zurückhaltend, jetzt gucken wir mal, ob sich der Zehner in der Nase schon anders verhält. Ich habe die beide frisch eingeschenkt, muss man natürlich auch dazu sagen, ihr wisst, ihr kennt das Spiel, wenn man Whisky ganz frisch aus der Flasche einschenkt, dann braucht der öfter auch ein bisschen Luft, ein bisschen Zeit zum Atmen. Oh ja, großer Unterschied tatsächlich, also deutlich, deutlich prägnanter in der Nase der Zehner. Ich würde sagen, hier auch dieses Goldene, aber es ist jetzt intensiver, also ich würde es sagen, so ein bisschen reife Früchte. Ich rieche hier eine Süße, die man am ehesten mit reifen Früchten, sowas wie einer reifen Mango, vergleichen könnte, würde ich sagen. Karamell vielleicht ein bisschen, so eine Karamellsüße. Angenehm, also tatsächlich würde ich sagen, sind die sich sehr, sehr ähnlich, aber eben der Zehner ist, ja, wie es auch vielleicht ein bisschen zu erwarten war, etwas kräftiger, etwas intensiver, weil natürlich die längere Fassreifung hier wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Aromen reingezaubert hat. Also der Zehner spricht mich hier einen Ticken mehr an von der Nase. Jetzt beiße ich mal in den Tla rein und guck mal, was der am Gaumen erzählt. Auf die Helme, Cheers, Prost auf euch, Leute. Süffig, angenehm, unspektakulär, hinten raus, leichte Schärfe, aber ein sehr angenehmer, süffiger Whisky. Also für unter 30 Euro, finde ich, geht der völlig in Ordnung. Über 30 würde ich dafür nicht bezahlen wollen, aber wenn man den irgendwo zwischen 25 und 30 Euro kriegt, kann man das auf jeden Fall machen. Ich gucke mal gerade, ob hier noch irgendwelche Infos drauf sind, die relevant sind. Nee, wir haben hier wirklich Bourbon-Fässer mehr, wissen wir jetzt nicht. Hinten raus leichte Bitterstoffe, bisschen Kaffee, Bittermandel. Also ich würde sagen, das ist halt so der ganz klassische Speyside Whisky, 40 Volumenprozente aus Bourbon-Fässern. Leichtes Holz, bisschen Nuss am Gaumen, hinten raus ein bisschen Nuss. Tatsächlich erinnert er mich ein bisschen an den Norcandu, was ich gut finde. Ich mag Norcandu. Ja, und das Finish ist dann auch ziemlich schnell weg. Also das ist ein entspannter Sipper für einen Feierabend. Wasser und Eis würde ich hier nicht reinmachen. Ich glaube, der zerbricht dann sehr stark. Also von daher ist es erstmal das, was ich erwartet hatte. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, ob der Zehner quasi am Gaumen die gleiche Schippe draufpackt wie in der Nase. Denn in der Nase würde ich sagen, legt er so für mich so 20-25% zu im Verhältnis zu dem Klar. Also wenn der klar die 100% sind, dann ist der Tormentul 10 so die 120, würde ich sagen. Also hat sich jetzt auch noch nicht so viel getan. Und jetzt beißen wir hier mal rein, gucken, was der am Gaumen sagt. Prost, ihr Lieben, auf die Helme. Ja, hier merkt man doch schon deutlich mehr Volumen und Aroma am Gaumen. Dem würde ich auch wirklich ein bisschen mehr Alter geben. Also da merkt man tatsächlich, dass der den Tla, den würde ich wahrscheinlich mal irgendwo zwischen 5 und 7 Jahren einsortieren vom Alter her. Älter ist der aber nicht, glaube ich. Und der Tormentul 10, ja, hier merkt man jetzt auch hinten raus ein bisschen mehr Bitterkeit tatsächlich. Ist natürlich dann auch wieder ein bisschen den Holzfässern geschuldet, wenn da jetzt zum Beispiel Refillfässer drin sind.
Ja, Finish ist auch vergleichsweise schnell weg. Ich probiere gleich nochmal hinterher. Wie hier Andrea neulich mal meinte, wenn der Whisky eben leicht ist und schnell weg ist, dann muss man eben mehr davon trinken. Von daher, liebe Grüße, Andrea. Am Gaumen ist der süffiger, aber tatsächlich auch bitterer. Also der hat für mich eine deutlich höhere Bitterkeit als der Clar. Interessant. Der ist auf jeden Fall eichenlastiger. Also interessant. Auf den ersten Eindruck, ich meine, das ist natürlich, ne, ihr kennt das Spiel, ist ein Speed-Dating hier, Flaschen neu aufgerissen, einmal gerochen, einmal probiert. Das ist, wie gesagt, immer ein totaler, erstens subjektiver Eindruck und zweitens natürlich ist das immer auch nur eine Momentaufnahme. Das darf man auch wirklich bei Whisky-Tastings oder bei Whisky-Videos, bei Reviews niemals unterschätzen, dass sich Whisky immer noch mal ganz massiv ändert, sowohl in der Flasche als auch meine persönliche Wahrnehmung kann natürlich hier auch Einfluss darauf haben, aber ihr wisst es auch, ich sage das auch extra dazu, dass ich eben auch kein so großer Fan dieser weichen Speyside Whiskys bin. Also das heißt eben nur, weil es quasi jetzt für mich so, weil ich es so wahrnehme, muss es nicht zwingend für euch auch so sein. Aber also meine Einschätzung ist tatsächlich, mein erster Eindruck ist, der Tla ist in der Nase zurückhaltender, am Gaumen hat er mir aber besser gefallen, der Tom&Tool 10, den fand ich in der Nase mehr, der hat mehr geliefert, aber den fand ich am Gaumen etwas unangenehmer. Jetzt mache ich mal kurz einen Palate Cleanser mit Wasser und probiere dann den Klar nochmal und bin sehr neugierig, ob ich diese Bitterstoffe, diese Bitterkeit da auch finde, weil das ist tatsächlich was mir beim Zehner nicht so ganz gut gefällt. Der hat diese Karamellnoten, der hat diese Nussigkeit, aber die Nussigkeit kippt quasi dann hinten raus ein bisschen in zu viel Bitterstoffe, also so Richtung Bittermandel. Und das mag ich dann aber nicht ganz so gerne. So, wir gehen nochmal zurück zum Tla. Und jetzt ist er in der Nase auf jeden Fall süßer, etwas angenehmer, zugänglicher als vorher. Nochmal rein. Prost. Leichtes Karamell, bisschen Bratapfel, bisschen Nuss. Wie gesagt, der ist nicht spektakulär, aber ich finde ihn auch nicht schlecht. Für mich wäre es nichts, wie gesagt, weil ich einfach diese ganz weichen Speyside-Geschichten nicht so mag. Aber wenn man eben diese Art Whisky mag, also wenn man auf so karamellig-nussige Whiskys steht, dann kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Mein Fazit zum Klar, wie gesagt, bis zu 28 Euro ungefähr geht der in Ordnung. Dafür, dass er eben in der Einsteigerliga vom Single Malt spielt, unter 30 Euro, ist er interessant, wenn er quasi die 30-Euro-Marke sprengt, dann ist er aus meiner Sicht ein Ticken zu, liefert dann ein Ticken zu wenig. Da gibt es dann aus meiner Sicht andere Whiskys, die etwas mehr performen. Und jetzt beiße ich nochmal in den Zehner rein und guck mal, ob der sich mittlerweile auch nochmal ein bisschen geändert hat. Kleiner Zwischenspüler. Schauen wir mal. Prost. Also, ja, mein persönliches Fazit ist, glaube ich, kann ich, glaube ich, ist gefallen. Es fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer, hier einen Sieger zu küren, aber wenn ich mich jetzt mal zwinge, ich sage, ich muss einen aussuchen, dann gewinnt tatsächlich für mich in dem Fall der Klar, weil ich den einfach am Gaumen weicher finde. Der hat eben diese bitteren Noten hinten raus nicht. Alles in allem ist natürlich die Aromenvielfalt hier gedeckt. Also man hat natürlich nicht wahnsinnig viele Aromen. Von daher würde ich sagen, würde ich im Zweifelsfall, glaube ich, zum Klar greifen. Der Zehner, den finde ich in der Nase, wie gesagt, angenehmer. Aber am Gaumen hat er mir eben einen Ticken zu viele Tannine, zu viele Bitterstoffe. Jetzt bin ich natürlich wahnsinnig neugierig. Im nächsten Video werde ich mir dann die gefinischten Varianten angucken. Und ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass diese Brennerei sehr gut mit Finishes funktioniert. Die haben jetzt eben auch eine große Finishing-Reihe rausgebracht mit diesen Small-Batch-Abfüllungen. Und ich könnte mir gut vorstellen, warum sie das gemacht haben, weil ich habe den Eindruck, dass dieser Grundcharakter, und deswegen wollte ich dieses Video auch drehen zu diesen beiden Abfüllungen, weil die beiden Abfüllungen eben sehr gut diesen Grundcharakter widerspiegeln, weil halbwegs junge Whiskys, nur Bourbon-Fassreifung, dadurch kann man den Brennereicharakter eben gut rausschmecken. Und der ist bei Tom&Tool aus meiner Sicht eben sehr weich, leicht nussig und eben so ein bisschen diese
Ja, also man merkt eben bei dem Älteren schon so die Tannine ein Stück weit, die dann für mich schon so ein bisschen stören. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr neugierig zu probieren, wie die beiden Fassfinishes performen und guck mal, ob man hier quasi dann Unterschied von den Fassarten rausschmeckt. Weil der Vorteil von der Brennerei, die einen nicht so ganz prägnanten oder nicht so ganz starken Brennereicharakter hat, ist natürlich, dass der Fasscharakter dann mehr betont werden kann. Und dadurch kann man das gut vergleichen. Also gerade für Einsteiger ist es natürlich immer ganz gut, wenn man sozusagen mal lernen kann und sagen kann, hier ist die Baseline und das ist jetzt das Sherry Finish, das ist das Portwein Finish und das ist das Rum Finish zum Beispiel. Und dann kann man die gut vergleichen miteinander. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Die beiden Kandidaten sind jetzt definitiv nicht mein Beuteschema, hatte ich aber vorhin ja wie gesagt schon angesprochen. Speyside 40 Volumenprozente, definitiv nicht meine Lieblings-Whisky-Sparte, in der ich mich aufhalte. Und von daher ja, war das für mich auch abzusehen, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, was ich mir sozusagen reinstellen würde. Ich würde aber auch definitiv sagen, dass diese Art Whiskys eben auch nicht für den Nerd gemacht sind. Also die sind definitiv dafür gemacht, eine breitere Masse zu treffen, einen guten Geschmack abzuliefern für viele Menschen, die eben zwei, drei Aromen haben wollen, für die es angenehm sein soll. Der Whisky soll nicht brennen, der soll nicht allzu überfordern. Und von daher ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Produkt für den Einstiegsbereich, 40 Volumenprozente. Von daher, ja, definitiv was man machen kann. Für mich ist es, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt der richtige Dram. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, das zu probieren, weil, wie gesagt, Tom & Tool ein bisschen zu spät, ein bisschen zu kurz gekommen. Ich versuche auch zeitnah auf dem Kanal noch ein bisschen mehr Brennereien zu sammeln, also Brennereien, die noch nicht vorkamen, auch mal zu probieren. Und bin gespannt, ob ihr schon Erfahrungen gemacht habt mit Tom & Tool. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt gucke ich mir noch als nächstes hier zwei Fassfinishes an. Hier Merlot und Tawny Port werde ich mir gleich angucken. Das seht ihr dann im nächsten Video und mal gucken, wie die beiden sich quasi im Ring verhalten und wer da als Sieger hervorgehen wird. Das war's von mir erstmal. Schaut gerne noch auf dem Kanal vorbei und mit zu weiteren Videos. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar. Und ja, guckt mal auf Instagram vorbei. Ihr wisst, wie das Spiel läuft. Ihr helft immer, indem ihr kommentiert oder eben Likes da lasst oder die Videos zu Ende guckt. Das ist quasi der Algorithmus, der gefüttert wird. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr dabei geblieben seid und bis zum Ende durchgehalten habt. Und ich sage wie immer, bis später.